Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und Thomas von PlayerGaddon. In der heutigen Folge werden wir einen kleinen Lavalunion an... Balunion, Entschuldigung, ich sage immer Lavalunion, weil sich das ein bisschen besser anhört. Einen kleinen Balunion-Angriff machen mit 35 Minions Level 3 und 30 Ballons Level 6, ja. Warum ich so viele Ballons mit habe? Ich habe das gesehen schon in mehreren LPs, dass die ganz großen, also Town Level 10 ausgemaxt, so ganze Dörfer zerstört haben. Natürlich hatten die auch schon Freeze Sauber auf Level 5, aber ich werde es mal versuchen. Ich habe heute Morgen den Minion auf Level 4 gestartet. Wird noch 6 Tage und 18 Stunden dauern. Ich glaube, danach kostet der 50.000 Dunkles, oder? Wenn das jemand weiß, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ja, jetzt mit dieser Clan-Aktion. Ich glaube, ich muss sie leider abbrechen, denn es haben sich sehr viele beworben. Es tut mir leid, wirklich alle zu enttäuschen zu müssen. Aber wir haben jetzt dieser Clan hier. Wir haben uns beschlossen. Hier, ich werde mal die Clan-Info vorlesen. Magical Warrior. Zweimal die Woche CW. Zweimal angreifen im CW ist Pflicht. Spenden, was gefordert wird. Verhältnis 1 zu 2. Keine Streitigkeiten. Neue ab Level 60. Spaß am Spiel. Zweit Clan Magical Warrior 2. Echt jetzt? Player Get on Magical zu. Das werden wir uns mal. Oh Mann. Ich hasse das neue Update von Android. 5.0 ist kacke. Magical Warrior 2. Das will ich mir mal. Hä? Ach, das wird zusammengeschrieben, was? Okay. Ich will mir trotzdem den Clan mal angucken. Ist. Magical Warrior 2. Yo, den gibt's wirklich. Wieso gibt's schon zwei Clan? Verstehe ich nicht. Egal. Irgendwas wollte ich in dieser Folge ansprechen. Einmal das mit den Clan habe ich ja schon angesprochen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr ruhig in unseren Clan kommen. Wir versuchen jetzt einen guten aufzubauen, wo nur aktive Spieler drin sind und auch gute. Denn ja, man hat ja gesehen, was so ein CW werden kann. 10 zu 0, ja, aber 10 ist trotzdem mager, aber es haben noch nicht alle angegriffen, die nicht angegriffen haben, wurden gekickt und ja, jetzt in unserem Clan ist so eine kleine Aktion, Pokéjagd. Ja, ich werde mitmachen, ob ich Meister schaffe. Ich weiß, die meisten denken jetzt wieder, Thomas, du willst sowieso abbrechen, das schaffst du nicht. Ja, weiß ich nicht, ich werde es versuchen, aber das Farm ist irgendwie, ja, vielleicht sollte ich auch mal auf Mauern gehen, das wäre auch eine sehr gute Idee. Wir werden einfach mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich würde auch schon angreifen. Ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Hier haben wir schon Gegner. Es ist nicht der Stärkste. Auf gar keinen Fall ist es der Stärkste. Aber eigentlich müssten wir den schaffen. Was? Ich glaube mal, erstmal den Minenwerfer ausnocken und einfach alle setzen. Ich finde eigentlich die Ballons richtig geil. Vielleicht mal hier einen Wutzauber. Rage Spell. Hier einen Heilzauber. Das Dorf müssten wir eigentlich zu 100% wegsnaggeln. Wenn ich alles richtig mache. Okay, den hätte ich ein bisschen besser setzen können, aber sonst. Läuft eigentlich. Läuft. Jetzt haben wir noch die Minions im Background, im Hintergrund als Backup. Alter. Die Ballons sind eigentlich richtig mächtig. Nur jetzt haben wir einen sehr schwachen Gegner angegriffen. Ja, wenn natürlich, ich glaube, die Helden werde ich trotzdem nutzen. Aber jetzt können wir langsam die Minions hinterher schicken. Und die Bodeneinheiten, also den Barbarenkönig und die Bogenschützenkönigin. Und werden gucken, was wir alles erreichen werden. Und, tja, Riesenbombe. War nicht schnell genug für die Bogenschützenkönigin. Jetzt war trotzdem Damage. Oh nein. Nein. Oh. Okay, ich hasse das neue Update so sehr. Mein Handy spielt jetzt verrückt. Ey, ich muss mir echt schon überlegen, ob ich mir ein iPhone hole, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich so ein Apple-Hater, aber was hier mein Handy macht, ist einfach nur katastrophal. Alter, das Leben immer noch Ballons. Das ist sehr heavy, ey. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich räume souverän den Loot hier ab. Hammergeil, hammergeil. Wo ist Ballons? Mach doch den Bogenschützenturm weg und ich glaube, es wären sogar 100%, wobei, wäre ich mir gar nicht so sicher. Wenn man jetzt auf die Zeit achtet, es wäre nett, wenn die mal den Barbarenkönig, den gegnerischen, ausschalten würden. Alter, richtig geil der Fight, richtig geil.
Und schon wieder vibriert mein Handy. Ja, Android 5.0 erlaubt einem ja nicht mehr, das Handy lautlos zu machen. Wieso, weiß ich nicht. Also man kann es nicht mehr lautlos machen und das finde ich ein bisschen... Joa, ein bisschen kacke. Also wenn man so in der Schule ist und auf einmal einen Anruf bekommt, ist das schon... Oder nachts, wenn man schlafen will. Ja, dann muss ich was euer Internet nachts ausstellen. Ja, wird mir nicht schwerfallen. Ich brauche es sowieso nicht nachts. Oder vielleicht doch? Nein. Okay. Ich glaube nicht mehr, dass wir die 100% schaffen. Vielleicht mal zünden. Damit die hier schneller durch die Mauern kommen. Alter, wie lange die Fähigkeit von Barbarenkönig schon auf 10 anhält. Da kann man sich ja vorstellen, wie die den restlichen Level anhält. Und es leben immer noch 2 Luftballons. Komm, wir schaffen die 100% für die Pokéjagd, für die Pokéjagd. Es sieht sehr gut aus. Ja, keine Bauhütte mehr da. Ja, 100% geschafft. Richtig nice, richtig nice, richtig nice, richtig nice, richtig nice. 239k Alexi und 129k Gold. Was will man mehr? Was will man mehr? Was will man mehr? Okay. Okay, ich würde sagen, wieder einige Mauern upgraden. Die Luftabwehr grade ich nicht ab bei der Pokéjagd. Ich glaube, mit Only Bogenschützen müsste man eigentlich auch sehr weit kommen. Boah, noch 2 Mauern und dann habe ich schon wieder ein Viereck fertig. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass die heutige Folge sehr kurz geworden ist. Aber ja, ich habe sonst kein richtiges Thema mehr in der Folge, was ich machen könnte oder so. Was laber ich da für eine Kacke? Okay. Ja, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wenn euch die kurze Folge trotzdem gefallen hat, lasst doch einen Daumen zum Support nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, über ein Abo, würde ich mich auch sehr gerne freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.